Moin und willkommen zu meinem neuen Video von mir. Weiter nach dem Intro. Wieder unter der Rubrik meine persönliche Ausrüstung. Das ist die DJI Mavic Pro der ersten Version. Ich habe das Flyingboard Combo damals gekauft, habe 4 Akkus, dann ND-Filter und 3 Akkutaschen. Und dann nehme ich ab und zu mal noch eine Powerstation mit und Speicherkarten. Ich habe hier so eine kleine Box, da sind Speicherkarten drin. Und ja, das nutze ich dann halt, wenn ich so die Aufträge abfliege. Kommt noch ein anderes Video, auch noch über eine Drohne, auch von DJI, aber das ist dann wieder ein anderes Equipment. Ja, das nutze ich halt, entweder auch das Ladekabel im Auto oder wenn ich auf dem Felde bin, wie schon gesagt, habe ich denn, das habe ich ja schon im Laufe des Videos gesagt, eine Powerstation mit, entweder die von EcoFlow, die Delta Mini oder die Delta 2. Eins von den beiden habe ich dann immer mit, dass ich dann immer wieder laden kann. Denn 4 Akkus, finde ich, reichen vollkommen aus. Benutzt ihr die noch oder habt ihr schon mittlerweile die aktuellste Mavic? Mir reicht sie vollkommen aus. Wie gesagt, das ist ja für mich persönlich. Und ich hoffe, ihr habt auch eine gelbe Warnweste an mit der Aufschrift Drohnenpilot oder Ähnlichem. Und einen 5-Kilo-Schein, also den Führerschein habe ich ja auch noch. Den brauche ich ja allein schon, um die andere Drohne fliegen zu dürfen. Das soll es ja auch gewesen sein und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtik. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.